Normalerweise liegt der Kapzaun vier Finger über den Nüstern. So, und das Erste, was ich mit dem Pferd mache, er kennt gar nichts. Ich lange den ersten Mal an. So, dass der mal überhaupt begreift, dass ich hier nicht der Feind bin. Und ich klopfe den mal ab. Da beginnt das schon, dass das Tier eine Vorstellung kriegt und es wird eben nicht gleich losrennen, sondern der wird erst einmal merken, dass hier zwar was Neues, aber nichts lebensgefährlich ist. Und das Zweite ist, ich passe den schon mal mit der Peitsche an. Das heißt, ich hau den nicht wackvoll, sondern ich berühre den mit der Peitsche, dass er, und zwar erst mit dem Griff, auch das hat sich bewährt. Nein, so. Dass der überhaupt erst mal sich da anfassen lässt. Das, was der hier bietet, ist nicht unbedingt die Regel. Der ist schon sehr positiv eingestellt, hör auf. Und da kann man